von Abstempeln. Ja, wir haben heute mittlerweile Samstagabend und ich drehe dieses Video noch einmal, weil mein Freitagsvideo, also was ich gestern einstellen wollte, irgendwie verschwunden ist. Ich habe keine Ahnung. Beim Aufziehen auf dem Computer ist es verschwunden. Ich wollte euch nämlich diese kleine Schachtel zeigen, die mache ich gerade als Giveaways in größerer Ausfertigung. Die sollten bei mir schlicht und einfach und trotzdem irgendwie ein bisschen elegant sein. Elegant deswegen, weil sie schimmern. Hier an einem Stern kann man es gerade, glaube ich, ganz gut sehen. Sie schimmern überall ein wenig, hier auch, und glitzern. Und naja, und auf dem Stern ist halt, auf dem weißen Stern, es sind ja zwei, es ist ja ein schwarzer und ein weißer, ist ein kleiner Strassstein aufgeklebt. So, für mich müssen sie schwarz-weiß sein. Ihr könnt die natürlich auch in anderen Farben machen. Und wie man diese zweifarbigen kleinen Schachteln baut und bastelt, das zeige ich euch jetzt. Das ist kein Hexenwerk, das geht ganz fix. Und ich hoffe auch, das Video geht ganz fix. Das andere war relativ schnell fertig, aber schauen wir mal. Wir brauchen Farbkarton. Und zwar, ihr seht das jetzt hier, ich habe auch das neue Schneidebrett. Das wird es auch demnächst geben, das ist auch super. Das mag ich jetzt aber auch nicht vorstellen, das könnt ihr wahrscheinlich schon... Kennt ihr wahrscheinlich schon in tausendfacher Ausfertigung aus anderen Videos. Das wurde wahrscheinlich schon überall gezeigt jetzt gerade. Ich benutze es einfach und daran könnt ihr auch sehen, wie toll das ist. Es ist wirklich klasse, schneidet super. So, mehr sage ich jetzt auch dazu nicht. Vielleicht zwischendrin mal. Ich brauche die, diese Stanze und diese. Und die sind in dem Set Mini-Zierschachteln. Kennt ihr mit Sicherheit schon, habe ich ja schon ein Video zu eingestellt. Und wir brauchen Farbkarton. Und zwar Flüsterweiß und Schwarz. Das lege ich mal eben zur Seite. Die Maße habe ich mal wieder aufgeschrieben. Und zwar klebe ich die jetzt hier oben hin, so dass man sie vielleicht auch sehen kann. Und zwar brauchen wir ein Stück Flüsterweiß in den Maßen 17,5. Das habe ich der Länge nach schon geschnitten, weil ich brauche ja mehrere davon. Und schneide mir jetzt nur noch 5,5 in der Breite ab. Und von dem Schwarzen, auch da habe ich mir die Länge schon geschnitten, da brauche ich dann auch 5,5, allerdings 19 cm lang. Da dieses schwarze Teil länger ist. So, man kann diese Reiter hier, oder diese Klingen, wesentlich eleganter und besser schieben als die bei dem alten Brett. Ich habe immer das alte Brett ganz, ganz, ganz toll gefunden, finde ich immer noch, aber ich finde dieses tatsächlich besser, weil sich die Klingen einfach viel besser schieben lassen und es verruckelt nicht mehr und ja, es ist einfach, es ist gut, das Brett. So, es ist ein sehr solides, gutes Brett, Schneidebrett. So, und dann stanzen wir uns aus und zwar einmal diese Seite hier in weiß, in Flüsterweiß. Das jagen wir einmal so durch die Big Shot. Wir mussten das ein bisschen kürzen. Man könnte jetzt natürlich auch die ganze Länge nehmen, aber dann passt es nicht in die Big Shot rein, das Papier. So schräg, weil man muss es ja im Prinzip so schräg durch die Big Shot jagen und dann ist es hier zu lang. Das funktioniert also nicht so. Das kurbel ich da durch und zwar zusammen mit dem Stern. Den stempel ich mir auf so ein kleines Reststück, stempel ich mir den Spruch nur für dich drauf. Und zwar findet man den in dem Kraft der Natur Set. Da oben ist er. Tada. Und diesen kleinen Stempel stempel ich einmal in schwarz mittig hier drauf. Und dann passt hier ganz genau der Stern drauf. Muss man irgendwie hier so positionieren, dass dieses nur fast von dem Loch getroffen wird und dass dich unten so ein bisschen von diesem Bogen überlappt wird. Da passt es aber. Vertraut mir. Ich jag's mal eben durch die Big Shot. Rum, dum, 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 dum. Fertig. So. Also wenn man das so drauflegt, dann stanzt es das dich nicht weg, sondern es wird sehr gut, es passt sehr gut halt, ne? So, das brauchen wir so, wie es ist. Das Schwarze jagen wir einmal zusammen nochmal mit dem Stern auf einem Reststück Schwarz, mit dem durch die Big Shot,
Fertig. Und dann machen wir Folgendes. Wir schneiden uns von dem Schwarzen diese Flügelchen hier ab. Die brauchen wir nicht. Gehen wir einmal mit der Schere dran lang. Zack. So. Müll brauchen wir nicht. Und dann werde ich mir das Ganze besprühen. Und zwar, ich hatte die ursprünglich erst ohne Glanz gemacht, aber die gefallen mit dem Glanz doch sehr viel besser. Ich habe hier so kleine Sprühfläschchen, die eignen sich auch dafür, aber ich muss sagen, was ich da drin habe, muss ich erstmal sagen, dass unsere Stamping-Spritzer doch echt im Handling wesentlich besser sind. So sehen sie aus, die kann man kriegen. Da habe ich jetzt goldene Farbe drin, die passt mir hierfür nicht so gut. Die waren billig. Sprühen aber auch billig. Also im Prinzip taugen sie nicht so viel. Was da drin ist, ist das Frostweiß. Die Farbe findet ihr im Hauptkatalog. Die muss man einmal schütteln, damit sich das alles gut vermischt. Und wenn man sich dann einmal was anmischt, dann kann man hier diesen Schlauch von diesem Sprühdings oder von dem Stamping-Spritzer einmal ein bisschen eintauchen in die Farbe. Packt den hier rein, macht ein bisschen Spiritus mit dabei und das war's. Man kann auch anderen Alkohol nehmen, aber mit Spiritus geht es wunderbar und das ist günstig und bringt es auch. Also billig ist nicht immer gut. Also und das ist billig halt und die schmeiße ich auch weg, sobald die nicht mehr funktionieren, gar nicht mehr funktionieren. So, jetzt sprühe ich mir hier so ein bisschen was drüber. So, ihr seht, es klemmt schon. Das ist doch nervig. Ja, ich glaube, das wandert dann in den Müll. So. Und jetzt mache ich mir hier halt meinen Schimmer drauf. Spiritus deswegen, weil Wasser wird die ganze Pappe hier aufweichen. Spiritus trocknet halt relativ schnell weg und jetzt sehen wir schon, oh, wie das funkelt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das sieht so toll aus. Also Spiritus trocknet halt recht schnell weg und oder Alkohol generell und dann passiert mit dem Papier auch nichts. So, die beiden kann ich an die Seite legen oder ich ziehe da schon mein Band durch. Das kann ich auch machen, während das noch trocknet. Ich habe hier noch so ein Stück schwarze Kordel. Ich glaube, die gibt es gerade aktuell nicht mehr, aber ihr könnt das ja auch in anderen Farben machen als in Schwarz oder ihr nehmt einfach irgendeine andere schwarze Kordel und zieht die Halter durch. Einmal beide Steine übereinander, Kordel durch, beiseite legen. Ja, jetzt ist es trocken. Ich nehme mir einmal mein Falzbein. Ich knicke mir die ja einfach nur an diesen Vorstanzungen da einmal vor und ziehe die der Länge nach einmal ganz kurz hier so übers Falzbein, dass die sich so ein bisschen wellen. Das reicht schon aus. Muss auch gar nicht sein, aber ich finde es irgendwie, naja, irgendwie einfacher dann. So, diesen Schnippel machen wir dann noch raus. Hier knicke ich mir auch wieder alles ein bisschen vor und ziehe das einmal kurz hier drüber. Die Laschen hier oben, die knicke ich noch nicht vor, das mache ich nachher. So, und dann kommt mein Tombow zum Einsatz. Und zwar auf der Unterseite wird hier einfach ein bisschen was aufgetragen. Links, rechts die Flügelchen nicht vergessen. Und dann klebe ich mir kreuzförmig halt einmal den schwarzen Karton mit auf und kann so anhand dieser weißen kleinen Dinger, die da noch rausgucken, dieser Flügelchen, komplett die Position ausrichten, wo es hingehört. So, das sieht dann von innen hinterher so aus und von außen hat man genau den richtigen Platz getroffen. Okay. Dann knicke ich mir die beiden hier um. Normalerweise müsste ich jetzt hier, ich hole mal eben das, was da rein soll. Sonst macht das Ganze nicht so richtig viel Sinn hier, wenn dann muss ich die Schleife nämlich hinterher wieder aufmachen. Ganz kleinen Moment, ich bin sofort wieder. So. Ich packe mir meine Flüssigkeit oder was auch immer dann dahinter rein soll, schon mal rein. Sonst muss ich es nämlich hinterher wieder aufmachen und da hier oben die Schleife durch ist das ein bisschen blöd sonst. So, Schleife durch, da sind wir beim Stichwort.
Die kommt einmal hier oben dran. Ach so, stopp. Noch nicht ganz. Auf dem Stein, Stern fehlt noch der Stein. So, der Glitzerstein. Den setze ich mir einmal mit meinem Pixel hier auf. Einmal ein Strasssteinchen drauf. Und dann, jetzt kommt die Schleife. Was ihr hier tippeln hört, ist mein Hund. Der läuft hier immer durch die Bude. Und guckt mir beim Videodrehen zu. So. Schleife. Na, bleibst du im Bild? So, die ist nur ein bisschen groß geworden. Die ziehen wir noch ein bisschen zurecht. Enden abgeschnitten. Fertig. So. Und so sind diese kleinen Boxen ruckizucki fertig. 11 Minuten passt. Klappt ganz gut, finde ich. Also ich finde, da kann man auch eine ganze Menge von machen. Habe ich jetzt auch schon. Habe da schon einige von jetzt gebastelt und ja, da kommen auch noch ein paar. Was auch noch kommt, ist ein Anhänger für eine Sektflasche. Den mache ich euch für nächste Woche fertig. Den könnt ihr nächste Woche sehen, wie ich den gebastelt habe. Den finde ich auch super, super toll. Und das ist eine super schöne Idee, wenn man irgendwie mal eine Flasche Sekt mitbringen möchte. Zu irgendeinem Anlass. Bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende.